Das Verb dir. Salut, je m'appelle Niklas. Heute zeige ich dir das Verb dir und erkläre dir, wann und wie man es benutzt. Wir schauen uns dabei die Bildung im Präsens an, die einfache Zukunft, das Futur Composé, und die Befehlsform, den Imperativ. Du solltest hierfür bereits wissen, was eine Befehlsform ist und was es mit dem Futur Composé auf sich hat. Das Verb dir brauchst du in vielen Alltagssituationen, es wird dir also sehr nützlich sein. Wir fangen an mit der regelmäßigen Bildung im Präsens. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass das Verb dir zur Verbgruppe der Verben auf RE gehört, genauso wie zum Beispiel lier oder rier. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com